Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT. Ich bin Keule und heute soll es bei oben an der Spitze um den Stufe 9 Panzer auf den Weg zum T100 LT gehen. Und zwar ist das der T54 Light. Da ist er, so sieht er aus. Es gibt einen originalen T54, das ist wie gesagt die leichte Variante davon. Bisschen weniger Panzerung frontal, bisschen weniger Panzerung am Turm. Trotzdem immer noch einen relativ starken Turm, auch an der Seite nicht so einfach zu durchdringen. Man kann den Panzer, wenn wir das nachher dann gleich sehen, recht offensiv fahren. Man kann ihn auch im Zweikampf recht gut in Szene setzen, unter anderem eben, weil er einen sehr guten starken Turm hat. Was man mit dem ja tunlichst vermeiden sollte, ist wie bei allen, sich mit Mediums oder Heavies oder TDs anzulegen. Aber im Großen und Ganzen ist er, glaube ich, ein recht feiner Panzer. Auf Stufe 9 wird er nicht so gern gefahren, mit ein paar Ausnahmen natürlich, aber der gehört auf jeden Fall zu den ja, Offensivkräften, auf jeden Fall, und macht wahnsinnig viel Spaß, mit dem rumzupreschen. Meine Ausstattung auf dem, ich habe hier eine extrem schlechte Crew drauf, ich habe mir den einfach gekauft, um ein vernünftiges Replay zusammenzubekommen, habe ich natürlich nicht hinbekommen, unter anderem, weil mir ganz einfach mal eine vernünftige Crew fehlt, ist bei allen Aufklärern gleich, eine vernünftige Crew ist das A und O. Wenn ihr mit einer schlechten Crew unterwegs seid, dann bitteschön nur Artillerie oder vielleicht den einen oder anderen Heavy, aber im Großen und Ganzen auf dem Light gehört eine wirklich starke Crew und die fehlt mir hier ganz einfach. Ausstattung bei mir ist ein fixes Sichtsystem. Wir haben auf dem zweiten Platz eine verbesserte Lüftung und einen Turbolader. Man kann den Turbolader auch durch ein Abgassystem ersetzen, wenn man das möchte, oder wenn man den wirklich kampfbasiert spielen möchte, geht auch ein Ansetzer rein, würde ich allerdings nicht empfehlen unbedingt, sondern man sollte wirklich Wert drauf legen, dass ja, quasi der Schaden aufgeklärt wird und nicht nur gemacht. Ja, man sieht es auf der rechten Seite, wie gesagt, ich habe eher eine schlechte Crew drauf, deswegen werden wir hier auf den Vergleichsbutton klicken und da sehen wir auch schon, wir haben 250 Schaden mit der 100mm Kanone, 208mm Durchschlag und auf Premium-Munition, ich glaube 235mm Durchschlag. Ist bei Aufklärern recht normal, dass die ein bisschen weniger, Durchschlag haben. Soll nicht jeder, jeder Scout irgendwie beim schweren Panzer frontal durchkommen, sondern die sollen ja ein bisschen ja, ihre Problemchen haben, sagen wir es mal so. Wir haben eine Feuerrate von 8,89, wenn man mit einer 100% Crew rausgeht. Oder reingeht. Wir haben hier bei der Konfiguration, mache ich das einmal, ich habe jetzt Tarnung nicht an, ich habe Waffenbrüder, das sind einfach nur die Standardwerte bei einer 100% Besatzung. Deswegen ich kann das für euch gerne nachher nochmal kurz aktivieren, damit man sieht, wie weit es ungefähr geht. Aber aktuell, wenn man nur eine 100% Besatzung hat, dann kann man nicht besonders viel verlangen. Dann ja, haben wir eine Nachladezeit von 6,75 Sekunden. Wie gesagt, DPM ist ja nicht so wichtig. Wir haben einen Schaden pro Minute von 2222 mit der Top-Kanone, mit dem Top-Turm. Der Turm ist auch, wie gesagt, ein bisschen das Prunkstück, hat man vorhin schon. 180mm frontal, 120mm an der Seite. Und bei der Wandpanzerung haben wir 80 frontal, 60mm an der Seite. Von hinten ist Turm und Wanne natürlich ganz einfach zu penetrieren. Da kommt quasi jeder durch. Und deswegen immer nur frontal anbieten. Die 180mm Turmpanzerung hat der T100 LT, also auf Stufe 10 dann später auch. Deswegen einer der kampfstärksten Aufklärer. Beweglichkeit. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, einen Turbolader drin. Deswegen sind wir hier bei 1075 PS. Das macht 73 km/h vorwärts aus und 25 km/h rückwärts. Ist deswegen oder dafür auch in puncto Beweglichkeit auf jeden Fall einer der besseren Panzer. Und ja, Sichtweite haben wir 444 Meter als Basiswert mit dem, was wir jetzt ausgestattet haben. Das heißt, mit der verbesserten Lüftung, mit den 5% obendrauf, normalerweise wären wir bei 400 Meter, glaube ich, oder ein bisschen weniger, 390, egal. Also Sichtwerte ist nicht unbedingt die absolute Stärke vom Russen. Ist auch beim T100 LT nicht unbedingt die absolute Stärke. Ich glaube, der stärkste auf die stärkste Sichtweite, die man finden kann, befindet sich auf einem US-Amerikaner mit 420 Meter Standard oder 410 Meter Standard. 420, glaube ich, müsste auf dem Sheridan sein.
beziehungsweise gibt auch den einen oder anderen Medium, wo 420 Meter Standardsichtweite drauf sind. Tarnwert bei stehenden und fahrenden Fahrzeug ist natürlich gleich, da haben wir 19,3 und wir haben eine Wendegeschwindigkeit von 53, ebenfalls für die Wendigkeit noch recht interessant. Wir tun bei der Konfigurierung mal das rein, was so das Wichtigste ist. Tarnung natürlich, Weitsicht, Speer ist natürlich ebenfalls wichtig. Irgendwann kommt auch Waffenbrüder mit dazu. Und ansonsten vielleicht noch Geländespezialist. Na, das ist eher unwichtig. Da kommen wir auf eine Sichtweite von 480 Meter. Wenn wir hier jetzt noch die Rationen mit reinnehmen. So, Zusatzrationen. Dann sind wir bei 503. Und dann können wir hier vielleicht noch Direktiven oben mit drauf machen. Eine kalibrierte Optik. Dann sind wir bei 514 Meter. Also 514 Meter Sichtweite ist, glaube ich, gar nicht mal so übel, würde ich sagen. Wenn man hier noch eine verstärkte, entspiegelte Optik drauf macht, eine verstärkte Optik. Also quasi die hier, Spezialoptik. Erbeutete machen wir nicht. Wir machen die komplette, da, experimentelle Optik. Die brauchen wir hier auch nicht hinmachen, sondern wir haben 523 Meter Sichtweite. Wir tauschen das dann aus. Wir setzen quasi die verbesserte Lüftung auf Platz 3 und die experimentelle Optik und bleiben trotzdem bei 525 Meter. Hat mich letztens einer aufgeklärt, dass das bei einem meiner Fahrzeuge nicht in Ordnung war und das habe ich auch gleich ausgetauscht. Also auf dem ersten Punkt, also auf dem ersten Platz, da wo Aufklären quasi als fixer Punkt angegeben ist, man dort die experimentelle Optik drauf macht, hat man keinen Bonus mehr. Der Bonus, der von 13,5%, der wirkt auf 1, auf 2 und auf 3 komplett gleich. Deswegen setzt man lieber die Lüftung, solange es eine Standardlüftung ist, auf die 1. Das ist mal Fakt. Und sind dann trotzdem bei 525 Meter. 525 Meter kann man auf jeden Fall recht gut mitarbeiten. Wie gesagt, kommt immer darauf an, in welche Richtung man sich da orientieren möchte. Man kann natürlich auch sagen, man möchte gerne einen Ansetzer drin haben, dann kann man da auf die Lüftung oder zumindest auf den Turbolader verzichten. Auf die Optik selber würde ich direkt nicht verzichten, die würde ich lassen. Jo, das ist er, T54 Lite. Ich würde sagen, wir schauen uns mal zwei hübsche Runden an. Eine ist ein bisschen Scout-basiert und die andere würde ich eher kampfbasiert benennen. Und dann gucken wir mal, was die Kiste so kann. Und dann sehen wir uns natürlich gleich wieder. Bis gleich. Und da sind wir auch schon zurück. Bei Spähen oder Ballern sind wir gelandet. T54 Lite. Es dürfen jetzt noch Wetten angenommen werden. Was für eine Runde hier als erstes zu sehen ist, wo viel geguckt wird oder wo viel geschossen wird. Mal schauen, worum es sich hier handelt. Wir haben eine recht hübsche, ja, Lackierung drauf. Sieht ein bisschen bunt und ein bisschen kunterbunt aus. I Voice I Meda um Pi. Bisschen wild, aber ja, immer noch besser als diese komische Tarnung, die es da zu Weihnachten gibt, mit den Lutschern drauf und dem ganzen Krimskram-Süßzeug. Nicht so fein. So, Standardmunition, IPCA 208 mm Durchschlag, 250 Schaden. Auf Premium 235 Durchschlag, wissen wir schon, HI 50 mm Durchschlag bei einer 100 mm Kanone. Normal. Wir fahren mit einem kleinen Kit. Das heißt, wir haben keine Ration dabei, sondern fahren hier. Also Aufklärer sollte man normalerweise mit Ration fahren. Finde ich zumindest. So, machen wir einmal kurz auf Pause. Fahrzeug hat sich hier zuallererst in die richtige Position gebracht. Das heißt, wir sind als Scout natürlich auf dem richtigen Punkt hier gelandet. Machen hier vorne alles auf, was sich irgendwie kreucht und fleucht. Wir sehen auch im Gegnerteam einen T95 Chieftain. T95 FV4201 Chieftain finde ich nicht besonders lustig, aber was soll man machen? Im eigenen Team befindet sich nichts in der Art und Weise und wir müssen mit diesem als 9er Panzer mit einem 10er Belohnungspanzer leben, finde ich ein bisschen, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Kann man nicht viel sagen. So, wir haben hier ein bisschen Panzer aufgemacht, ein Leopard PTA ist offen in 430 und ein Progetto 65, 1, 2, 3 Mediums, wunderbar. Einer ist auch schon schön nach oben gefahren, so wie sich das gehört, der PTA. Möchte hier unbedingt als erstes beschossen werden. Aktuell noch keine Munition ausgeteilt. Es wird bereits ordentlich Munition verteilt. Keine Ahnung, wo der gegnerische Aufklärer ist. T49. PTA fährt da wieder
zurück, hat gemerkt, dass er hier nicht unbedingt willkommen ist. Ich muss da mal gucken, ob ich hier im Gegnerteam bin. Ne, Keule ist nicht dabei. Weiß man ja nie. Jawohl, es wird fleißig reingeholzt. 783 Schaden Aufklärung haben wir bereits erreicht. Fahrzeuge sind immer noch offen. Auf der Gegenseite hat der Konvoi und der STB-1 Stellung bezogen. Vom STB-1 erwarte ich das nicht unbedingt, aber das kann er natürlich machen, denn er hat eine extrem starke Kanone. Hervorragende TPM, auch wenn die Kanone nicht unbedingt die genaueste ist, kann auf jeden Fall alle, oh, was ist das, 5,5 Sekunden eine 360er Schelle verteilen. Das ist schon mal richtig gemein. Gehört zu den Top 3 DPMs von allen erforschbaren Panzern. So, es wird aufgerückt. Centurion kommt hinterher, Udes kommt hinterher. Und wir wechseln hier nicht nach vorn. Theoretisch könnte man, ganz kurze Beschreibung natürlich, sich hier im Wäldchen weiter nach vorn ein bisschen durchschlängeln, hoffen, dass keiner von den Panzern, die da hinten sind, aufmacht. Stattdessen fährt er hier zurück und wird mit, denke ich mal, die Seite wechseln und auf der anderen Seite, also auf der Höhe vom STB-1, nach drüben wechseln. Verlege auf G5 hat er auch schon angekündigt und macht dafür eine kleine Umfahrung, damit er beim Queren oder auch Quirlen, wie man dazu sagt, nicht aufgeht. So, Chieftain hat schon den ersten Panzer rausgenommen, natürlich einen schweren Panzer, FV215B. Und der E50M aus dem Gegnerteam folgt ebenfalls in die Garage. So, Wechsel, Wechsel, Wechsel. Gegner hat sich da massiv zurückgezogen. Ist auf jeden Fall die bessere Wahl gewesen, hier die Seite nochmal zu wechseln. Und wir rücken fleißig nach vorn. Keine Ahnung, wo der T49 ist, da war noch nicht offen. Da ist der 7-1 offen. Wir bleiben zu. Hoppala, Stritzwagen 1 offen. S-Stritzwagen 103-0. S-1 natürlich nicht dabei. Hier eine ganze Menge Glück dabei, dass er hier nicht auseinandergenommen wird. Denn normalerweise ist er hier dann fällig, aber wir haben die, der Gegner hat die Flanke komplett offen gelassen. Also da drüben normalerweise ein Haufen Möglichkeiten, sich auf diesen Aufklärer hier zu stürzen und ihm dann auch ein Gar auszumachen. Das ist wieder so eine typische Karte, wo man mit einem zerstörten Aufklärer oder eine einzige Aufklärer sich verabschiedet, dann auch direkt das Gefecht verliert. Aber in dem Fall hat sich keiner drum kümmern können, weil halt die Flanken, wie gesagt, unbesetzt waren. Da sind Centurion 7-1 immer noch offen. Und wir können da drüben einmal den PTA ein bisschen beschießen, wenn wir denn Lust drauf haben. Jawohl. PTA kriegt die nächste eingeschenkt. Wir brauchen jetzt die Unterstützung. Convoy müsste auf den PTA schießen. Ja, ist mit Flüchten massiv. Oh, das tut weh. Turm beschädigt. Zwei Möglichkeiten, entweder wir fahren hier nach oben und versuchen hier noch ein bisschen aufzumachen, laufen dann aber allerdings Gefahr, hier auf dem PTA doch weiterhin zu treffen, aber der wird sich, denke ich mal, mehr in diese Richtung zurückziehen und wir könnten als zweite Option hier nach unten fahren und versuchen alles aufzumachen, was sich hier drüben noch kreucht und fleucht. Objekt 430, wären dann allerdings in der Gefahr, dass der Progetto 65 von der Seite in die Flanke schießt und der tut richtig weh. Hier drüben haben wir auch den T49, der ist jetzt offen. Ja, was soll man dazu sagen? Er ist nicht nach vorn gefahren, sondern er hat versucht, da hinten, von hinten seine Sicht, ich keine Ahnung, ich hab, weiß nicht, was er vorhatte. T49. Könnte man eigentlich versuchen, den als Scout einzusetzen, denn der ist wirklich, wirklich ein guter Panzer. Aber scheint jemand keine Lust gehabt zu haben und hat den T49 dann in die zweite Reihe gestellt. So. Nee, das Mäuschen auf dem Weg zum Konvoi. 4 zu 5, die versuchen hier die Heavy Line komplett zu rocken. Haben allerdings schon einen Heavy verloren. Wir derer schon drei. Von daher ist das nicht mehr so lustig. Das ist ja halt die große Frage, mit wem wir uns hier anlegen wollen. Ude 16 und der Centurion 7-1 auf der gegnerischen Seite. Die warten direkt darauf, dass hier Licht gemacht wird. Also wir sind gerade auf Sniper-Mission, so wie es aussieht, finde ich ein bisschen schwach, dass er da den Scout nicht als Scout einsetzt. Hat wahrscheinlich ein bisschen Angst gehabt. Konvoi aufgeklärt. Der bewegt sich da drüben. Könnte man drauf schießen? Na, da gehen wir sofort auf. Hat nicht die Megasichtweite, aber es könnte reichen.
Heavy Line ist komplett verloren. Grille 15 und der FV 4005, die sich da drüben befinden, die werden die nächsten sein, die hier das Zeitliche segnen werden. FV 4005 auf Gegnerseite. Der wird gleich eine Wolke aus Blut und Knochen enden. 430 offen. Wird auch ordentlich beschossen. Wichtig ist, dass wir jetzt dabei nicht zu viel einbüßen. Wenn wir hier schießen, ebenfalls dasselbe wieder. Dann büßen wir ein. Artillerie gibt einen ab. Nur eine Artillerie pro Seite ist auf jeden Fall okay. Wir haben uns wieder ein bisschen zurückgehalten oder zusammengerissen, möchte ich mal sagen. Und keine Möglichkeit, niemandem hier die Möglichkeit gegeben, uns aufzuklären. Konvoi ebenfalls in Querfahrt, haben wir einen wirklich geilen Scout-Punkt. Ja, wir sind von oben eigentlich kaum zu erkennen, so gut wie gar nicht zu erkennen. Eigentlich nur im Proxy-Spot aufzumachen, das heißt, man muss mindestens auf 50 Meter oder näher ranfahren, um uns hier aufzumachen und für andere sichtbar zu sein. So, Konvoi und Grille 15. Jetzt wissen wir auch, wo die Arti steht, ziemlich sicher. Da drüben haben wir den Leopard PTA. Was dem Panzer natürlich fehlt, ist Gun Depression, das ist also der negative Winkel oder der Kanonenwinkel, der nach unten geht, nennt man Gun Depression. Der ist hier zu schwach, typisch Russe halt. Man kriegt die Kanone nicht besonders weit runter, kann deswegen Fahrzeuge, die ein bisschen unterhalb stehen, schlecht beschießen. Ja. Alles Fahrzeuge, die wir hier normalerweise ganz leicht penetrieren könnten, unter anderem dem FV da drüben. Aber wir müssen damit leben, was da aktuell geboten wird. Und können nur Licht machen. Hoppala. Ja, wir gehen nicht auf. Vorsicht, wenn der Konvoi zu weit rauskommt. Das wäre doof. Chief Team, wie viel HP hat er noch? Schwer zu sagen. Da ist er. 581. Jawohl, Konvoi kriegt einer drauf. Hier sind wir relativ sicher vor der Artillerie. Einzielen, russische Kanonen schießen ungenau, wenn man sie nicht einzielen lässt. Grille 15 gegen Patton 48. Normalerweise keine Chance für die Grille. Vielleicht kann sie ihm einen einschenken. Da gibt es eine von uns. 94 Schaden mit HE. Dann nochmal oben durch. 321 Schaden und damit ist sie dann rausgenommen durch den Patton. Wir haben 1752 Schaden gemacht, 6300 Schaden aufgeklärt. Aber es sind noch zwei wirklich gefährliche Panzer, sagen wir eine gefährliche Kanone und ein gefährlicher Panzer am Leben. Einer davon ist der FV4005, der andere ist der T95 Chieftain. Und da haben wir noch einen Konvoi, da gibt es eine drauf. Wir wurden natürlich sofort aufgeklärt vom Konvoi, deswegen auch sofort beschossen. 15 HP haben wir noch und der liebe Konvoi. Natürlich sind wir mit Premium-Munition beschossen worden, das muss man hier gleich dazu sagen. Der T95 Chieftain wird natürlich so selten wie möglich mit Standardmunition gespielt, weil sie es nicht gehört. So sieht das nämlich aus. Unsere Artillerie ist noch am Leben. Die wird sich jetzt hoffentlich auf den T95 fokussieren. Konvoi. Ja, wir sind gut eingeklemmt. T95 offen. Also Chieftain offen. So rum. ABCR ist am Leben, aber die ist trotzdem ein bisschen zu langsam. GB. Boah, ist die ungenau. Herzlichen Glückwunsch, hey. Arti muss dann mal schauen, dass er da ein bisschen Licht macht. Dass er mal ein bisschen draufhaut. Wir sind bei über 6700 Aufklärungsschaden. Abgeprallt. Jetzt weiß ich zumindest, in welche Richtung wir hier stehen, aber machen kann er trotzdem nichts. Artillerie, ja, der größte Feind des Chieftain. So einen anderen Feind im ehrlichen Sinne hat er eigentlich nicht. So, ja, was soll man dazu sagen? Kiste wird Premium-only gespielt von fast allen, die ich kenne. Finde ich ein bisschen schwach. Aber was will man machen? Der hat auf Standardmunition 270 Durchschlag. Welcher Heavy hat das bitte? Oh, bisschen aufgeklärt. Ach, die schießt daneben, natürlich. Medium kommt von der Seite. Jetzt wird er wieder beschossen. Wir können nach vorne wechseln. Und dann kommt er von der Seite eins drauf. 15 zu 10 gewonnen.
Ein Kill geholt, 1795 Schaden und das war Sieben am Aufklärungsschaden mit 6700 die Scout-Runde, die ich versprochen habe. So, von beiden noch 12 Munition dabei, 12 Schuss Munition dabei und 2 HE sind noch dabei. Also so richtig viel geschossen haben wir sowieso nicht. Könnte also eine Plusrunde werden. Patrol Duty gibt es auf jeden Fall. Eine Fire Effects, ein Spotter und ein M ist das auch noch geworden. 1295 Basis-XP, der wird nicht auf so hohem Niveau gefahren, finde ich ein bisschen schade. Hat halt den, muss man hiermit dazu sagen, den großen Nachteil, dass der Panzer die Crew, die auf dem Panzer ausgebildet wird, nicht weitergeben kann an den T-100LT. Der braucht nur 3 Mann, auf dem haben wir 4 Mann. Das ist ein bisschen ein Manko, aber wenn wir nachher zum, oder morgen oder übermorgen zum Trainingsfahrzeug des T-100LT kommen, dann kann man schon mal sehen, dass es da Möglichkeiten gibt, eine Crew auszubilden, die ja Sinn macht. Sagen wir mal so, beim T-54 Lightweight macht sie keinen Sinn. Ist leider so. Kann man nichts ändern. 45.000 plus, dadurch, dass wir viel gescoutet haben und eigentlich recht wenig geschossen. Fürs Reparieren gehen 13.500 drauf, 5.000 für Munition und 3.000 für Konsumgüter. Das ist okay. 14 Schüsse abgefeuert, 10 getroffen, 7 durchschlagen und wir haben 3 Kilometer auf die Kette gebracht. Nicht ganz dynamisch gespielt, aber das ist nicht ganz so schlimm. Assistant oder Aufklärungsschaden insgesamt 7.311. Ich hatte bereits mal erklärt, woran das liegt, dass jetzt mehr Assistant-Schaden war, als wir am Ende gesehen haben. Wenn der Ziele aufmacht, es wird drauf geschossen, dann wird der Assistant-Schaden oder der Unterstützungsschaden sofort angerechnet. Wenn das Ziel dann zugeht und die Artillerie trotzdem noch oder irgendjemand anders trotzdem noch schießt und dann noch Schaden macht, dann wird er am Ende des Spiels dazu addiert. So kommt dann mehr Assistant-Damage zusammen oder Assistenzschaden zusammen, als am Ende des Spiels zu sehen ist. In der Auswertung ist das dann immer recht gut zu erkennen. So, weniger als 10 Minuten haben wir gebraucht für das Ganze und haben, wie gesagt, auch einen Chieftain zerstört. Der war auf Platz 1 mit über 5.300 Schaden. Braucht man, glaube ich, nicht viel dazu zu sagen. Die Kiste gehört rein in 10er-Gefechte mit mindestens einem Pendant auf der Gegenseite. Also mindestens einen gleich starken Panzer, der an der Gegenseite ist. Also ein 279 oder ein anderer Chieftain, meinetwegen. Aber dann auch nur gegen 10er und man sollte die Premium-Munition ein bisschen einschränken. Der braucht nicht Premium-Only gespielt werden. Ihr müsstet dann halt ein bisschen zielen. Ist mir aber egal. So, das war Runde Nummer 1. Ich würde sagen, wir gucken uns die zweite gleich mal hinterher an. Und da sehen wir uns natürlich wieder. Bis gleich. Und da sind wir schon. Gleiche Karte, gleicher Panzer, andere Seite. Wir fahren mit dem T-54 Light von Banana Less vom Clan VTEX. Und wir haben eine bisschen hübschere Panzerung, Tarnung noch oben drauf. Dieses Gewitter, Sturm, Twister, keine Ahnung, was das sein soll. Ist auch egal. Wir fahren dieses Fahrzeug Premium Only. Bei dem Aufklärer ist vielleicht noch so halbwegs okay. Im Großen und Ganzen aber auch bei dem Fahrzeug absolut unnötig. Braucht man nicht. Wir fahren hier mit Rationen, das heißt, es gibt keinen Feuerlöscher oder kein Löschgerät oder kein Löschsystem. Sondern wir fahren mit Rationen, 10% Besatzungsvorteile. Und das werden wir gleich mal sehen, ob sich das hier bemerkbar macht. Wir haben es zu tun mit dem Elk EW90 im Gegnerteam als Aufklärer und einem G-Saw. Fahren im 9er Gefecht mit 8 Unterstützung. Eine Stufe Unterschied, absolut in Ordnung für den Aufklärer. Normalerweise eine absolute Muss-Runde. Hier kann er zeigen, was er drauf hat. Wenn er was drauf hat, natürlich. So. Scout-basierte Runde haben wir schon gesehen. Dürfen alle mitbekommen haben. Das heißt, hier ist jetzt die kampfbasierte Runde. Also wir spielen nicht mehr. Bäh. 290 Schaden am Borask. Hat auch schon den ein oder anderen Schuss einstecken müssen. Mit HE schießen wir hier. Okay, warum nicht? 274 Schaden. Kann man machen an der leichten Kiste. Da nochmal. Und dann ist er auch schon raus. Deutlich zu offensiv. Der gegnerische Chiso war drüben schon offen. Und da drüben haben wir einen T. Was ist das? Ah genau, T-34-3. Recht seltener Gast. 390 Schaden bleibt da hängen. Wir haben natürlich die bessere Nachladezeit, dadurch, dass wir weniger Alpha-Schaden haben. Da hat wehgetan. Und da drüben ist auch der zweite Aufklärer offen.
weiterhin Schaden gemacht und dem Gegner die Kette gezogen. Abgeprallt am Turm, beziehungsweise gezielt wurde er auf die Kommandantenluke. Aber das hat nicht viel gebracht. Wir sind bei 1848 Schaden. Wie gesagt, Premium Only. Nicht unbedingt so fein. Man kann trotzdem mit Premium Only recht gut Schaden machen. Plus machen, wenn man denn jeden Schuss anbringt, am Ende gewinnt und ein bisschen Scout-Schaden macht, dann geht auf jeden Fall einiges. So, Charfutor kriegt 268 von uns. Bleibt aber fast stehen, möchte ich sagen. 193 Schaden gibt es hinterher, wir sind bei über 2300 Schaden. Da nochmal blind einen rausgehauen. Ich gehe davon aus, dass der Schuss getroffen hat. Ob er penetriert hat, schwierig zu sagen. Das war ein Pershing, wenn ich das richtig sehe. Ja, der Turm ist eigentlich nicht so schlecht. Aber, wie gesagt, gegen Premium-Munition darf man nicht zu viel verlangen. So. Gegner hat noch beide Aufklärer. Eigentlich gedacht, dass er wenigstens der G-Sword drauf geht. Oder der Elk EW90. Aber die haben sich beide recht erfolgreich zurückgezogen. Das war toll. 239 Schaden. Gibt die linke Seite komplett blank. Normalerweise das absolute Todesurteil für dieses Fahrzeug. Extrem schwerfällig, kann jetzt von allen Seiten irgendwie beschossen werden. Das dürfte dann auch das Ende sein. Ja. Gehört da einfach nicht hin, das muss man hier ganz einfach so sagen. Panzertaktik sollte kein Fremdwort sein, wenn wir auf diesem Level unterwegs sind. Objekt 257 Stock, das heißt, der hat den kleinen Turm drauf und mit Sicherheit auch die kleine Kanone. Sollte man sich überlegen. Cheeser unten, der ist wichtiger. Viel wichtiger. Jetzt dürfte es auch gleich ein bisschen Schaden geben vom gegnerischen Objekt 257, wenn er clever ist. Ist er aber nicht. Da ist er offen. Versucht sich da zurückzuziehen. In die Kette getroffen, aber nicht komplett gezogen, beziehungsweise er hat gleich reparieren können. Bam. Panzerung hervorragend beim 257. Da gibt es zum Glück Schaden, möchte ich sagen, denn er hat da ganz kurz sein Hinterteil angezeigt. Und da haben wir natürlich durchschlagen können. Da ist er auf jeden Fall auf dem Präsentierteller, dürfte dann nicht mehr wegkommen normalerweise. Der Schuss ging daneben. Wir sind bei 3900 Schaden. Da nochmal frontal durchgeschlagen. Fahrzeug in einer sogenannten Vorhangstellung, das heißt, er liegt, fährt nach unten geneigt. Das heißt, wir können von vorn auf die Panzerung draufschießen, müssen nicht am Winkel abprallen, sondern die ist weiter nach vorn angewinkelt und kommen deswegen ein bisschen besser durch. So, ziemlich einfach erklärt. Ich weiß, ich bin nicht unbedingt der Mega-Panzerfahrer, aber das ist, glaube ich, zum Erklären recht einfach gewesen. Ja. Da haben wir einen Autoloader, Charfutor, der sich da ein bisschen zu weit nach vorn getraut hat. Was soll er auch machen? Wir sind wirklich merklich angeschlagen, die Gegner. 9-5 steht's. Über 4400 Schaden haben wir schon gemacht als Aufklärer. Also entweder sie auf der Jagd nach einer Gunmark oder will hier irgendjemanden. Keine Ahnung, was er will. Man weiß es nicht. Ey, gib ihm 90 da hinten. Gib ihm. Das ist tatsächlich ein Panzer, mit dem wir uns anlegen könnten. Denn der hat nicht so unbedingt die absolute krasse Kanone. Wenig Alpha-Schaden. Das tatsächlich zum Aufklären gemacht. Der Killshot geht daneben, den muss ich jemand anders holen. Dürfte sicher gleich vorbei sein für den jungen Freund. Und wir gehen hier auf die Jagd nach einem Jagdtiger. Und Stritzwagen S1, ein TS5. Frontal durchschlagen, nee, seitlich, ja. 248 Schaden am deutschen Stufe 9 TD. Einem der schwächeren TDs, muss man hier leider auch dazu sagen. Wo wir der einzige Aufklärer sind auf unserer Seite, unseren LP-432 schon losgeworden sind, machen wir hier nicht den entscheidenden Aufklärungsschaden. Wen haben wir denn da? Hallo? Spitzwagen S1, den können wir natürlich rammen. 280 Schaden müssen wir einstecken, 286 Schaden den können wir austeilen und holen uns wenigstens einen Kill heute. Bei 6132 Schaden ausgeteilt, 390 geblockt.
und 1519 Schaden aufgeklärt. Plus ein Blind noch ein bisschen was oben drauf, denke ich mal. 6389 Schaden, okay, da hat einen Schuss blind getroffen. Ziemlich geile Runde. Auch wenn ich nicht unbedingt der Oberfan bin von Premium-Only-Spielen, aber was soll man beim Aufklärer machen? Da wird wahrscheinlich irgendwie die Jagd nach einem nach einer Gunmark eröffnet sein und da will er natürlich der Banana Lesko nichts nachstehen und da wird natürlich nur Premium-Munition geladen. Heikeleber gibt's, Confederate gibt's, 142.000 im einen, eine ganze Menge Gedöns ist das auch dabei. Ebenfalls ein M, 1444 Basis-XP, brauchen wir nicht drüber reden, das ist auf jeden Fall ein M auf einem Aufklärer auf Stufe 9. Recht fein gefahren. Wir machen trotzdem ein bisschen Minus, hätte ich nicht gedacht. Aber wer wenig aufklärt, macht kein Plus. Bleibt dabei. 21.000 machen wir miese. Wir geben 140.000 für Munition aus. Eide Witzgas, das ist viel. Aber im Großen und Ganzen trotzdem eine geile Runde gewesen. Und ich habe ein bisschen was zum Zeigen. Das ist natürlich das Wichtigste. 34 Schüsse abgefeuert, 31 haben getroffen, 24 durchschlagen. Das ist okay. Wir haben 2300 Schaden von den 6300 über 300 Meter gemacht und sind mit 2,5 Kilometern ja, recht wenig unterwegs gewesen, waren aber auch nur etwas mehr als 6 Minuten. Das ist er, der Stufe 9 Panzer bei oben an der Spitze auf dem Weg zum TR100 LT. Ist das der Vorgänger vom Spitzenpanzer sowieso? Und ja, ich kann auf jeden Fall empfehlen, wenn ich mal wieder eine vernünftige Crew drauf habe, werde ich versuchen, ein paar ordentliche Runden zu fahren und die dann hier zu präsentieren. Kann ich aber nicht versprechen. Geht nicht immer. Tut mir leid. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Deswegen nehme ich hier immer fremde Replays. Gibt es ja mehr als genug. So, das war's von mir für heute. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, draufklicken, dranbleiben, ein Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Wenn es euch, ja, ansonsten sehen wir uns irgendwann wieder. Ich denke mal morgen. Und bis dahin und davor und danach bleibe ich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.